bin dafür, dass der Flughafen geöffnet wird und endlich mal hier was passiert. Der steht ja jetzt schon lange genug einfach so rum und wir wollen hier auch keine Luxuswohnung oder ähnliches haben, sondern wollen halt einfach sozusagen unseren sozusagen Wald oder Park, unsere Hasenheide mal ein bisschen vergrößern. Hier, um Tempelhof ein bisschen bunter zu machen und sehen Blumen entlang von 8 Kilometer Zaun in den Flughafen rein. Wenn es klappt, ja, hoffe ich, dass der Flughafen aufgemacht wird und so genutzt wird, dass alle daran teilhaben können, das machen können, was sie da wollen und dass das Potenzial erkannt wird, dass das eine riesige, riesige Fläche ist, mitten in der Stadt im Prinzip, wo man auch was anderes machen könnte, als einfach noch mehr Wohnungen oder teure Wohnungen zu bauen. Scheiße, wenn sie Luxusvillen draufbauen oder sagen wir mal nicht Luxusvillen, aber halt hochpreisige Häuser und dann das ganze Gelände halt quasi ja, hier alles außenrum aufwertet und dafür sorgt, dass die Mieten steigen und sich wieder die Leute irgendwie woanders ansiedeln müssen und ja, im Endeffekt wirkt so, als wenn die halt die Gentrifizierung von Berlin weitertreiben wollen und die Stadt zu München machen. Irgendwie müssen die alle ziemlich frustriert sein, dass sie jetzt degradiert wurden zum Gartenbauamt. So, also Wiese bewachen ist, glaube ich, eher Gartenbauamt. Auf jeden Fall teuer, wenn es öfters jetzt so sein sollte. Der Sommer ist ja noch eine Weile.